Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe jetzt Unterstützung dabei. Grüße. So, ich habe mir nämlich den Alex mal kurz hier mit in die Tasche gesteckt. Ich habe ihn kurz angerufen, habe gesagt, komm mal vorbei, Digga, ich bin heute nur am Dauersterben. Nicht? Twitter, WhatsApp, überall herum. Komm schnell. Ja, ich brauche unbedingt Unterstützung. Langsam sterbe ich, armes Schwein. Ja. Ich brauchte unbedingt Unterstützung. Zwei Noobs, ein Gedanke. Genau. So, jetzt habe ich auch die wöchentliche abgeschlossen. Ja, ist ja wirklich nichts drin. Es ist ja leer hier. Schäm dich, Alex. Schäm dich. Ja. Ich schäme mich in Grund und Boden. Das ist ja, da ist ja gerade mal alles hingestellt, so was man braucht, aber das war es auch schon. Gar nichts drin. Ja, ich bin halt noch nicht dazugekommen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das muss ausgebaut sein. Das muss von Finesse übersträuben, damit ich es kopieren kann. Weil wenn du da fertig bist, dann darfst du bei meinen anderen Charakteren weitermachen. Okay, das nein, den anderen nein, müsste da ist was drin. Fällt mir jetzt so gerade ein, ich habe da nur ein. Na die Mine ist nur da. Ne, kann ich ja nicht wissen, du hast gesagt, ich stell dir da was hin. Oh, habe ich benutzt. Ja, ich habe die Mine ganz vergessen. Ich gehe doch selten nein. So. Jutti, dann haben wir das jetzt. Machen wir Freilandhaltung, bevor es ausläuft hier. Wir werden den Schiebi schon töten. Nee, der wird uns töten. Also mich heute auf jeden Fall. Also ich bin wenn heute schon... Quickt. Wenn er aufquickt? Wenn er aufquickt. Was könnte ich da jetzt mal Gaudi für dich teilen? So. Das dürfte passen. So, ich mach wieder Schäfer und du machst den einen Wolf, der kommt. Wenn er dann kommt. Wenn er dann kommt. Bei Bethesda war es mal nie. Haben sie gespart? Haben sie nicht gespart? Man weiß es nicht. Ja. Einfach loslegen. Einfach machen. Oh, es kommen Wölfe. Ich kann nichts anwatzen. Hilfe. Wieso kannst du nichts anwatzen? Das geht nicht. Ich bin im Arsch. Wieso geht dein Watz nicht? Wegen der Maus jetzt geht nicht, nicht, oder was? Ach, Bethesda, ich lieb's. Ja, das liegt meistens auch an den Kühen, ne? Also, wenn du in den Kühen drinne stehst, die haben eine riesige Hitbox, wo du nicht dran vorbeiwatzen kannst. Du dumme Kuh. Musst du mal ausprobieren, nicht, dass das jetzt wegen einer Einstellung ist. oder an den Kühen liegt. So, Duke, wieder ab in die Herde, in die Herde. Ah, ja, genau. Fein. So, und jetzt Gas. So, und du läufst falsch, Daisy. Ah, oh, Gott. Dann renne ich jetzt erstmal mit dir hoch. Komm. Mach ein Boot zu und gib Gas. Und wo kommst du her, Penelope? Auch völlig falsche Richtung hier. Gegners! So. Müsste gleich Bärchen kommen. Ah, da ist er schon, hinter uns. So, dann wollen wir jetzt mal friedlich sterben, wa? Ich
So. Au. Zeig doch dein Köpfchen. Na gut, ich brauche mal hier mal ein bisschen mehr Rums. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Das kann ich nicht treffen, weil die Kühe wieder so geil drumrum stehen. Mm. Ja, jetzt lass mich doch wieder da vorn. So. Küchen down. Schiefi ebenso. Und Wasser willkommen. Das passt. Hol ich mir nochmal. Ich hol mir nochmal Fressen. So, gib mal Fressen. So, erste Kuh haben wir schon mal. Die tanken was weg, ey. So, nächsten nochmal hier der Duke. So, ich hab Essen. Dann wollen wir hier mal in unseren schönen Gammelpanzer. Einmal kurz durchkochen. Damit es auch schmeckt. So, Hirsch lasse ich als einziges Mal nicht durchgekocht. Weil ich glaube, ich habe noch den Koch heute. Brauchst du auch Kochstation? Ja. Den Bietchen. Nehmen Sie sich. Nehmen Sie sich die Zeit und kochen Sie sich was ein Süppchen hier. Damit es auch schmeckt. So. Damit es aber auch schmeckt, nehme ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen allen möglichen Zeug. Dann sind wir auch mal wieder ein bisschen buffmäßig unterwegs. Das läuft doch. So, mein drittes alkoholisches Getränk. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, eine Horde. Eine Fliegenklatsche. Oh, 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 oh. Muss mal kurz Events schlachten. Die Jute verbrannte Schlingerhorde. Wobei mit energetischen Schaden jetzt auf die loszugehen ist nicht so prickelnd. Machen wir mal kurz so. So, nächstes Event. Schlinger in der Reihen. Könnten wir eigentlich auch mal wieder Salami-Brötchen draus machen? Hm. So, jetzt fix zur Fliegenklatsche. Auf das noch ein bisschen geklatscht wird, ne? An alle Feuerteufel! Hier ist Larkin mit einem Prioritätsalarm für euch. Wir haben einen weiteren dieser Untersuchungslatibots draußen beim Airship entdeckt. Diese Dinger sind perfekt zum Verwerten. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Seid vorsichtig, da der Lärm oft ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Passt auf euch auf. Viel Glück. So, nächstes Event. Haben wir sonst noch? Ja komm, jetzt nehme ich noch das Lightwolf mit. Dann haben wir hier fast alle Events in einem durch. Den Events. Kein Problem. Kein Problem. Responder Prioritätsalarm. Sieht aus, als wären diese verdammten Wölfe wieder auf der Jagd. Die Waldwache hat mehrere Rudel entdeckt. Der Aufenthaltsort des Alphas ist jedoch unbekannt. Ich wiederhole, der Aufenthaltsort des Alphas ist unbekannt. Wir müssen diesen Alpha-Wolf schleunigst finden und töten. Erlegt die kleineren Rudel, um ihn rauszulocken. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Dieser große Alpha macht ganz schön Ärger.
So, wie viel haben wir noch? 15 Minuten, das geht doch. So. Ach nee, es sind ja Kultisten, ich brauche Blutadler. Ich sehe es. Wolltest du jetzt auch Lightwolf haben, Alex? Na, wenn es schon mal Anwolf gibt. Ja, dann. Gib Gas, hast du den das erste jetzt gekriegt? Weil da habe ich jetzt nicht auf dich geachtet. So. Oh, das ist noch London, da wurde mir ewig, ne? Ach, Quack. Ach, Quack. Bei mir braucht du musst mal mit einem Drachen spielen, Alex. Du musst mal wirklich dich verpflichten, mit einem Drachen zu spielen. Dann weißt du, was Lachladen ist. Ich lau doch keine halbe Stunde noch. Weil wenn du dich dann verschießt, oh. Na, möchtest du den anderen Wolf jetzt hier auch noch haben? Weil Porten wäre schneller. Wir schießen einfach. Okay. Dann ist das nächste Event fertig. So, dann kommt gleich noch ein Wolf. Bleib schön in der Waldregion, den hole ich dir jetzt auch noch runter. Dann kriegst du nochmal Eventbelohnung. Einmal abstauben. So. Hier geblieben, Hundi. Hier geblieben. Lauf doch nicht weg. So. Nächstes Event fertig. Ich mag meine Kreuzritter. Hast du jetzt noch bekommen, weil du jetzt geportet bist? Ja, ich hab's gerade noch gekriegt, passt schon, alles gut. Ne, ich hab doch gesagt, sonst einfach stehen bleiben. Eventbelohnung kriegst du ja dann trotzdem. Sei denn, du willst noch Wahrnehmungsfutter haben. Dann gebe ich dir ein bisschen Wolfsfleisch ab. Das ist eigentlich von der Eventbelohnung ja schon viel zu viel. So. Dann hole ich mir jetzt hier nochmal kurz. Die Date, bevor ich das jetzt hier. Na komm, euch piekse ich tot hier. Das wäre auch noch ein Traum. Kreuzritter auf automatisch umsetzen. Mmh. Na? Dort geht nicht. Warum nicht? So ein Mod, wo du dann einfach nur auf Automatik umschalten kannst. Das wäre cool. Dafür will ich dann auch nicht mehr Damage haben oder so, dann kann der extra Damage halt weg sein, sowas wie Kryo-Verschluss oder so, brauchst du ja dann nicht. Einfach dann nur auf Automatik. Mir wird sogar der mächtige Verschluss reichen. Solange es Tee gibt, gibt es Hoffnung. Ja, solange es Tee gibt, gibt es Hoffnung. Ich brauche nur den Alk. Also gib her. So. Willkommen. Ja, leider brauche ich noch mehr Honig. Hier, hast du den Honig? Hast du Honig. Gut, dann einmal kurz die Funkvakuumröhren holen gehen. Ein aufreibender Tag. Nun, Tee rückt alles wieder ins rechte Lot. Genau, Tee rückt alles wieder ins rechte Lot. Aber nur der gute Tee. Den Tee, den Alex kocht. Den schwarzen Tee. Ja. Mit einem Schuss Honig, natürlich. Wie Winnie Pooh. Nee, Winnie Pooh.
Winnie Pooh, ja. Wie alt war ich da? Viel zu alt. Viel zu alt. So, hier haben wir noch eine. War auch schon die kaputte, aber die anderen hole ich mir trotzdem. Weil wir Bonus haben und so. Warum, ihr dummen Menschen? Ja, warum, Supermutant? Frage ich mich auch jeden Tag. Immer im Spiegel. Warum bin ich heute aufgestanden? Ich laufe schon wieder voll überladen durch die Gegend. Das Brahmensteak schon wieder ausgereizt. Nein, wir haben ja zum Glück Panzer. Das Paulchenpanzer. So, alle hab's. Ich will immer gleich weiterspringen. Oh, oder geh doch auf Seiden, Mann. Lass mir meines, der Schrank. Dummes Ding. Dummes Ding? Was ist bei dir los? Ich schimpf grad mit meinem Nuka-Roboter. Was macht denn dein Nuka-Roboter? Der lässt mir nicht an die Stash. Das ist doof. Der steht jetzt aus Trotz davor und geht nicht weg, ne? Ja, du hast ihn ja beleidigt, ne? Also, wenn du mich beleidigst, dann würde ich da auch nicht weggehen. Hey, ich baue die gleich weg, junger Mann. Das hilft so nicht, Alex. Du musst liebevoll mit ihm, du musst auf seine Gefühle achten und auf ihn eingehen. Du musst sagen, mein lieber, lieber Sammeltron, könntest du ein Stück beiseite gehen? Wir haben uns umgebürgt. Ich habe 40 mm Granaten. Hä? Siehst du und schock jeder weg. Ich habe umgebürgt, ich habe 40 mm und jetzt haut er ab, oder was? Los, Drohnen, das ist alles. Drohne, du schmeißt eine Mini-Nuka auf den Kopf und er geht weg. Köder und Falle werden aktiviert. Das Gerät wird die Bestie zum Landen bringen Blödes und Ding die Falle hält sich so lange am Boden, wie die Batterie reicht. Also erledigt sie schnell. Diese Viecher sind brutal und widerlich. Viel Glück, Leute. Ach, schade, ich dachte, ich krieg dich in einem Schuss weg hier. Aber Brandbeste brauche ich sowieso noch. Also komm her. So, nächstes Event abgeschließt. Oh, die kommen schon wieder, die schön kleinen. Und den es hinzugefügt. So, da ist ja doch gut. Da gibt es immer einen Haufen Fleisch. Fleisch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich nehme lieber noch eine Runde umschwärmt. Auch das geht schnell. Ist zügig erledigt und ist mein 9. Event. Bin ja schon bald durch mit den ganzen 10 Events. Na gut, wer Leitwolf, Fallensteller, Liegenklatsche und Co. macht, ne? Dann brauchst du nicht wundern, dass es schnell vorbei ist. Ich klinge so krabbelig, weil an unserem malerischen See riesige Krabbenkreaturen in Scharen aufgetaucht sind. Ich suche nach einigen Mutigen, die Schädlingsbekämpfer spielen wollen. Lassen Sie die Viecher nicht auf die Insel gelangen. Sie dürfen hier nicht brüten. Piu, 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 piu. Na, klingt noch. Jawohl, da ist noch einer gewesen. Du magst deine Regenschirmposition, wa? Ja, das Beste überhaupt. Na, kommt schon die nächste Welle. Nächste Welle ist zur Stelle.
Rechte Seite. Wo, okay. Hör dich schon schießen. Ja, alles getötet. Mensch, das läuft ja heute richtig wie am Schnürchen. Und ich bin noch nicht mal mehr gestorben. Was der Alex alles ausmacht. Ja, ne? Schlimm. Nee, das war ein bissiger Hund. Irgendwas spuckt mich an hier. Ich glaube, ich hänge im falschen Layout. Wieso? Das weiß ich aber, warum ich kein Damage mache. Sag mal, wo ist er denn? Ich sehe gar nichts. Der soll hier irgendwo unter Wasser sein. Nee, doch nicht. Hä? Wo ist er denn? Ach, das ist ein Hund, den ich aggro hab. Ja, aber der Hund ist doch nicht, Meierlurk. Hier noch was? Nö. Ach, da ist er! Und da oben ist auch noch einer. Boah, die hängen heute mal wieder richtig gut fest hier. So, jetzt haben wir's. Hey, und das waren meine 25 Wasser. Das heißt, ist nicht mehr viel übrig. Ist nur noch Alkohol saufen, ein Event. Ja, ein Stüfchen noch. Das ist halt noch alles Kleinkram. Komm, dann machen wir jetzt das Alkohol fertig. Ich gehe jetzt saufen. Ich gehe mich jetzt an den Bar stellen und sauf mir ihn. Mal gucken, was er heute anzubieten hat. Aber dann habe ich das auch fertig. So. Tatsächlich, ich war im Nuklear-Layout. Kein Wunder, dass ich keinen Schaden mache. Brauchst du dich doch nicht rumbrüllen. Stinkig. Ja, das ist ja, ne, aber dein Problem gewesen. Ja. Ja. Oder Spirituosen. So, komm, wir kaufen uns mal einen Whisky, einen Wodka, einen Wein, noch ein paar Rums, Pilsner. Ich gebe mir jetzt richtig die Kante. So. Aber hingesetzt. Ach ja, geht ja immer noch nicht, immer im Sitzen Pitboy benutzen. Manno! Wie soll ich denn jetzt hier genüsslich meinen ganzen Alk saufen? Ja, natürlich! So. Haben Sie Probleme mit Alkohol? Nee, aber ohne. Da soll ich hier ein bisschen was saufen. Guck mal, hier noch ein Wein hinterher, damit es ballert. Und dann sind die alkoholischen Getränke schon fertig. Jetzt saufe ich aber trotzdem noch den Whisky, weil ich es kann. Dem Wodka hinterher, weil ich es kann. Gleich den harten Shit hinterher. So, und dann nochmal Sweetie, weil ich es kann. So. Uiuiui. Was ich so ein bisschen vermisse in 76, dass du denn so, wenn du alkoholisiert bist, so ein bisschen schummrigen Bildschirm kriegst. Das vermisse ich so ein bisschen. Nee, das sowas stört mich. Sowas brauche ich nicht. Ja, warum denn nicht? Einfach so ein klein bisschen. Muss ja nicht dolle sein. Muss ja nur so, dass du so halb, dass es heißt, du bist angeheitert, weißt du? Ah, Mogwai, grüße. Ich habe nicht umsonst 10 Filter laufen. Das ist ja scharfes Bild ab. Ja, aber. Ne? Hupala. Gut. Hier war auch nochmal Eck drin. Wer hat denn hier was zerschossen? So. Verbrannte und ein Mega-Faultier. Das sind mir immer die richtigen her.
Noch ein Verbrannter hier. Dir keine Gnade vor meinem Camp oder was? So. Dann passt das ja. Und dabei wollte ich jetzt eigentlich nur noch mal schnell Beckett's Quest hier annehmen. Weil Commander Dagea ist im anderen Camp schon wieder nicht auffindbar. Hör zu. Erledige das. So. Oh, kann ich. Ach, Blutadler Henker. Ey, da krieg ich doch meine 10 Blutadler her. Das passt doch. Gut, aber. Genau. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüssi.